Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play YouTubers Live 2. Wir haben mal wieder eine Kommission endlich angenommen, deswegen begeben wir uns einmal Richtung Rathaus und schauen mal, ob wir auf dem Jahrmarkt nicht ein Bildchen zusammenbekommen. Warte mal, ist heute überhaupt der Jahrmarkt? Ist er nicht nur am Wochenende? Nee, guck an. Moment, das Spiel ist anscheinend nicht drin. Habe ich nicht den Auftrag hier Super Mariah? Kommission, Retro-Spiel, Super Mariah. Vielleicht, wenn wir hier ein bisschen seitlich stehen. Auch nicht. Haben wir das Spiel überhaupt hier liegen? Fangen wir doch mal so an. Liegt hier gar nicht. Cool, die Animation ist, als ob wir laufen. Aber lustigerweise hat er uns trotzdem das nicht angezeigt. Machen wir auch nochmal ein Bild. All the good stuff. Jetzt überlege ich gerade, was ich denn. Ach ja, stimmt. Die Flipflops von Ziggy, die müssen wir immer noch suchen. Mir ist doch eingefallen, dass ich hier noch eine Person nicht angesprochen habe dazu. Wie heißt nochmal diese Trulla, die verkauft doch immer so Sachen aus dem Meer, ne? Kann die nicht vielleicht haben? Ich hab gerade den Namen von der verdrängt. Wie heißt der denn? Naja, sehen wir ja gleich, wie sie heißt. Erst einmal ganz gemütlich dahin gejockelt. Ach, hier ist der Klatsch und Tratsch her. Warte mal, haben wir das hier zu kaufen? Ne, eindeutig nicht. Du siehst aus, als würdest du nach etwas suchen. Gehören die dir? Ich habe darüber nachgedacht, sie zu verkaufen, aber nun ja, es scheint niemand daran interessiert zu sein, ein paar ausgelatschte Flipflops zu kaufen. Aha, ja, guck mal einer an. Hashtag Gossip. Nein, Moment, falsches Symbol da. Hashtag Gossip. Weil Klatsch und Tratsch. So, lieber Ziggy. Wo bist du denn? Jetzt finden wir den nicht, oder was? Erstmal schnappen wir uns noch einen Roller, damit wir ihn ein bisschen schneller suchen können. Kein Plan, wo der Lümmel ist. Toll, jetzt haben wir seine Flipflops gefunden und jetzt ist er weg. Super. Läuft er wieder mal brutalst gut. Waren wir eigentlich hier schon mal drin? Ich glaube nicht, ne? Hm,
Sieht ja gar nicht mal so fertig aus hier drin. Ah, wie läuft das so bei dir? Mein Insta-Life ist marktlos, mein Kanal wird immer beliebter. Und du wirst bald sehen, dass du mit jedem Video mehr Abonnenten bekommst. Ich kann schon einen YouTube-Award riechen. Ja, irgendwann vielleicht mal. Doch erstmal müssen wir Siggis Flipflops verteilen. Wenn wir ihn denn finden, verdammt. So, hier hinten, du bist da nur unterwegs. Hier ist ja auch nur Sackgasse, auch oh, Kinders. Ich verstehe nicht mal, was die leuchtenden Punkte sollen. Hab ich bis heute nicht verstanden. Treibt er sich hier hinten irgendwo rum? Wahrscheinlich weniger. Okay, ich finde es lustig, dass ich jetzt schon so viele Videos zu YouTubers Live 2 gemacht habe und mir jetzt erstmal die Mechanik richtig klar geworden ist, warum man hier sein, dieses Insta-Profil hat. Man nimmt da quasi die Fotos mit, die bleiben hier rechts eingeblendet, bis man ein Video macht an dem Tag und dann wird es da mit verwurstet, sodass das Video besser trendet und dadurch dann entsprechend mehr Klicks, Abos etc. kriegt. Tja, herzlich willkommen am Ende des Denkprozesses. Warte mal, war nicht noch, genau, Veggie Day beim Kraken war noch drin. Warte mal, war das Kraken überhaupt hier? Nein, ach, das ist doch das falsche Restaurant, ich bin so eine Blitzbirne. Kraken ist doch an der Küste. So, einmal rechts lang. Den Hashtag möchte ich nämlich gerne noch mitnehmen. Hallo Elton, haben wir überhaupt schon mal geschnackt? Also Krankennuggets sind berühmt in der Stadt. Hast du sie schon probiert? Ja, sind lecker, sag ich jetzt einfach mal. Ja, freut mich, alles klar. Eingeschränkter Bereich. Ich kann hier keine Fotos machen. Hm, okay, Veggie Day ist nicht. Na gut. Dann ab nach Hause und lasst uns noch ein Video machen. Damit wir auch den Trend wirklich ausnutzen. Nach Siege können wir ja morgen nochmal gucken. Ich bin's mir nicht, hätte auch im Kranken eben was essen können, wo ich schon an der Kasse war. Was trendet noch? Watch Gets oder Fortress Knight? Nein, wir nehmen natürlich Fortress Knight. Schön am Rumtrennen und wir starten direkt mit 1316 Larrys, die uns zuschauen. Das finde ich wunderbar. Dann legen wir los. Hoch, runter, rechts, rechts, hoch, rechts, hoch. Links mit Leertaste, nochmal links mit Leertaste, hoch, rechts mit Leertaste. Wo hast du gelernt, so gut zu spielen? Die Schule des Lebens, meine Liebe, die Schule des Lebens. Lol, wie hast du das gemacht? Keine Ahnung. Pfeil hochgedrückt und so. Manchmal auch rechts, manchmal rechts mit Leertaste oder links oder runter. Thank you.
Ist leider den letzten ein bisschen versemmelt, aber immerhin auf 64.000 Zuschauer gekommen. Das Ganze wird natürlich gespeichert und damit wir den Trend auch noch nutzen, machen wir da noch ein Video draus. Du bist super lustig, ich liebe deine Livestreams. Ja, ist doch schön. Boah, was für Übergänge, traumhaft. Nehmen wir direkt so. Late Night mit Fortress Night. Boah, 4-6 ist okay. So, dann gehen wir mal direkt in die Haie. Es ist nämlich schon spät. Und wir sind auf Platz 25. Way! Neue Belohnungen erhalten. Zugang zu den Accessoires in Giannis Exklusivbereich. Nice. Samstag. Auch an normalen Tagen können interessante Dinge passieren. Oh, Literaturgeist ganz weit vorn. Kopfgeburt, schmutzige Lupen. Was? Was schlaberscht? Gamerstand, Overtimer und wieder Watchcats. Alles klar. Wird es heute Teil 2 von deinem Gameplay geben? Ich bin mir sicher, du kannst es verbessern. Ach, ich bin doch schon makellos. Zumindest in diesem Spiel im richtigen Leben. Sei es was anderes. Das sei erstmal dahingestellt. Ich brauche jetzt erstmal noch ein paar Proteinriegel. So, Literaturgeist, der lungert bestimmt wieder. Warte mal, ist das überhaupt was zum Foto machen? Ja, Literaturgeist, Schwimmen, Liegestütze und Veggie Day. Okay, Liegestütze können wir auch machen. Literaturgeist vermute ich mal wieder beim Rathaus eher. Ist wahrscheinlich wieder dieser Typ, der auf der Bank sitzt. Das finde ich, also wenn das so ist, dann finde ich das gut, dass man immer mal wieder die gleichen Trends hat und da sich so an gewissen Sachen orientieren kann. Hier, Literaturgeist, perfekt. YouTube-Staffel, liegt hier irgendwo ein Stick rum. Ach, da auf der Bank, yes. Schumacher und Nietzsche geben sich die Ehre. Bäm, 70.000, Heidewitzka. Meins? Stimmt, ich muss ja noch das Foto von Super Mariah machen. Geile Spiele, geile Leute, nicht Lüte. Schwing! Zu essen aus dem Garten brauchen wir kein Foto, ne? Nope. So, waren hier unten links nicht irgendwo E-Bikes, die wir uns leihen können? Ich versuche nochmal den Veggie Day beim Kraken abzustauben. Oh, und vielleicht sollten wir nochmal schauen, ob wir. Ob heute denn links auf hat. Yes, hat er. Das Spiel, was heute so trendet, da muss ich doch nochmal. Overtimer. Muss ich gucken, ob ich das habe. Nope, habe ich nicht. Kaufen wir uns mal. Und wir schnacken direkt mal mit Blair. Heute hat meine Nintendo sie Feuer gefangen. Ich habe die Schnauze voll von diesen Stromausfällen. Ich werde eine Beschwerde beim Rathaus einreichen. Macht das. Richtig gute Spiele.
Oh, jetzt durch das Foto machen wurde sie auch noch, hat sie mich jetzt ein bisschen mehr ins Herz geschlossen, das finde ich super. So, lass uns doch vielleicht noch das Foto mitnehmen mit den Liegestützen. Dürfte ja wohl im Fitnessstudio gehen. Ich habe nur die Frage, wo genau? Gewichttraining, Pose. Nee, Tja, wie machen wir Liegestütze? Gute Frage. Erstmal eine Runde dehnen. Wird nicht viele Klicks bringen, aber vielleicht. Bringt leider auch da nichts. Egal, lassen wir das mit den Liegestützen Pfeift drauf. Wir schauen nochmal am Strand kurz, ob wir Sigi antreffen. Damit wir ihm endlich seine schon muffenden Flipflops wiedergeben können. So, komm, bitte seid da. Wo treibst du dich denn rum, verdammt nochmal? Ach Gott, ich werde ihn, glaube ich, nie finden. Hier schön Beachparty. Okay, gönnt euch. Na gut, fahren wir zurück, machen das Video. Suchen wir Sigi irgendwann die Tage. Wir werden ihn schon früher oder später finden und ihm über den Weg laufen. So, ich muss jetzt mal gucken. Lagerraum, wir packen dich raus. Ach, dich packen wir rein, dich packen wir raus. Ich hätte die ganzen Sticks rein und die Konsole, die nehmen auch noch Platz weg. So, da ist er. Honey, place to this one. Und wir nehmen ein Video auf. Hier auf. Wir nehmen Overtime für Watch Cats, haben wir schon so viele gemacht. Würde ich sagen, nehmen wir erste Eindrücke. Einfach weil wir jetzt mal wieder die Gelegenheit haben, das zu machen. Bedankst dich bei den Abonnenten. Das war der Siegestanz. Zack. Zeitlich begrenzte Mission. Ich werfe eine Rauchbombe. Ja, ist egal. Nehmen wir dich. Zack. Um zu stoppen. Verabschieden wir uns. Ja, und kriegen zumindest den einen noch voll. Sehr gut. Speichern. Und auf in die Bearbeitung. Warte mal, bearbeiten. Das bringt irgendwie nichts. Können wir das nicht bearbeiten? Yes, 160. Ich gucke mal kurz, ob wir hier mehr rausziehen können. Nee. Hier haben wir den meisten Effekt. Alles klar, dann. Zack. Sehr schön. 3 Sterne für die Nachbearbeitung. Schauen wir mal in Overtimer rein. Und ab dafür.
Boah, geht das gut durch die Decke. 9600 Träumchen. Beinahe die 10.000 geknackt. Leider nicht ganz. Aber egal, es wird seinen Zweck erfüllen. Wollen wir jetzt noch einen kleinen Livestream machen? Haben wir noch. Ja, wir haben uns ja neue Riegel geholt. Würde ich sagen, gönnen wir uns doch mal. So, mit 1401 Larrys fangen wir an. Finde ich doch schon mal super. Dann das übliche Simon-Sagt-Spiel, wenn man so will. Es macht Spaß, dir zuzusehen. Ja, das sehe ich tatsächlich ganz genauso. Dass es dir Spaß machen sollte, mir zuzusehen. Das Game ist toll, ja. Bestimmt. Bam, ins Gesicht und auf insgesamt 55.000 Aufrufe sind wir gekommen. Träumchen! Das speichern wir doch mal. Und nehmen es in die Bearbeitung mit rein. Alles drin. Wir gucken, ob wir noch ein bisschen sinnvoll schieben können. So, und hier für den Start packen wir nochmal ein bisschen Magic drauf. Und gib ihm. Geiler Live. Na. Livestream mit Overtimer, so hieß es genau. Immerhin 5000. Auch ordentlich. So, ihr Lieben, wir haben Nacht und deswegen werden wir in die Haie gehen und werden auch zeitgleich einen Cut machen. Ich bedanke mich an der Stelle schon mal ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir schauen uns eben noch die Werte an. Vielen Dank fürs Zuschauen und ihr Lieben, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, Tschüssikowski.